Hallo und willkommen zurück zu Star Wars. BD-1 ist hilfreich. Er scheint dich wirklich gern zu haben. Cordova muss Droiden gemocht haben, um so wichtige Informationen bei BD-1 zu lassen. Er hat BD-1 sicher nur gewählt, weil er die Fähigkeit brauchte, verschlüsselte Infos zu speichern. Diese Erkundungsdroiden sind dafür bestens geeignet. Und das ist bestimmt nicht alles. Okay. Wo ist Grease? Den möchte ich gerne auch nochmal betreten. Und was der so Interessantes zu sagen hat. Da gibt es auch wahrscheinlich noch ein paar interessante Sachen. Okay. Wollte ich jetzt sagen, BD. Unser neuer Laserschild sieht schön aus. Okay. Ah, Grease, da bist du. Gute Arbeit, geschafft, geschafft. Hoffentlich hast du nichts abgekriegt. Was glotzt du so? Mit wem redest du? Mit meinem Schiff. Dementis. Guter Name. Klingt gewaltig. Ach, was weißt du schon? Hast wahrscheinlich nie ein Schiff geflogen. Vielleicht bringe ich dir mal bei. Wenn du mit deinem Jedi-Zeug fertig bist, kriegst du auch einen kleinen Nachlass. Auf der Flucht zu sein ist gefährlich. Da sagst du was. Hast du mal wen verloren? Er hieß Prop. Gab sein Leben für meins. Er war sicher ein harter Kerl. Mir nicht ganz unähnlich. War er. Seit ich Braka betreten hatte, passte er auf mich auf, ohne zu murren. Ohne zu murren? Auf dem Schrotthaufen? Hoffentlich war es nicht umsonst. Das ist es nie, Kleiner. Ist es nie. Danke, Grease. Für diese aufmunternden Worte. So, und jetzt nur gucken, wo wir lang gehen müssen. Baufälliger Hangar, das merke ich. Gute Arbeit. Oh. Hat sich direkt schon gelohnt. Hey. Und was hast du da, Bidi? Neues Punchmaterial erhalten. Bravo. So, sieht nett aus. Das ist ein abgenutzter. Bravo. Ich komme nicht durch. Hinten gibt's nichts. Gut, dann weiß ich, wo wir lang müssen. Nicht den anderen Weg hier hinten. Erinnert mich sehr an Bogano. Ah. Sind wahrscheinlich nicht freundlich. Sie sehen unfreundlich aus. Aufpassen, BD. Hoppla. Cal, kannst du mich hören? Das Imperium, sie haben Zepho. Wären sie der Mantis gefolgt, hätten sie uns schon längst umzingelt. Suchen sie etwa nach den Gräbern? Hoffentlich nicht. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei ihnen einzuklinken. Wo müssen wir lang? Okay, da geht's anscheinend nicht lang, dann gehen wir hier lang.
Au! Von der Seite! Du Dreckiger! Oh Mann! Weil der von der Seite kam! Was ist das für ein Gemeiner? Ah, bitte lass die Zeit nicht so lange sein! Oh. In keinem Spiel dauert das Respawn in 2 Minuten. Ich würde es verstehen, wenn wir an einen neuen Ort kommen würden, aber wir sind literally am gleichen Ort. Da muss nichts Neues geladen werden. Hat sich nichts verändert. Ja, das, Ladebildschirm ist immer noch da. Jetzt komm, mach schon. Oh. Hoffentlich ist der eine da nicht gespawnt. Oder die einen. Aber es sieht ganz danach aus. Okay, den Gespräch müssen wir nicht wiederholen. Und wenn wir sterben, missbauen auch alle Gegner. Ist gut. Ah. Ich hab's überlebt. Okay. Aber wir wissen, durch den Sturmtruppler, das Imperium ist, ja? Darauf müssen wir uns gefasst machen. Nicht abwegig, ob noch welche hier sein können. Weil hier sieht es ja relativ verlassen aus. Ah. Ah. Wie schön. Danke, BD1. Okay. Sie sind doch näher als gedacht. Komme ich nicht rein. Wo lang? Wo komme ich das heißt irgendwie da hoch? Ich seh's mir an. Oh. Hast du was? Logo des Imperiums. Hast du deine Unterkunftsbelegung schon beantragt?
ich glaube, er hat Angst. Gut gemacht. So, mit denen komme ich besser. Dumm Tuplan. So, Bidi. Den Sturmtuppler fragen. Du hättest nicht herkommen sollen. So toll bist du gar nicht. Da lang war das? Da lang. Ja, wie die. Nein, nicht da lang. Aber da gibt's wahrscheinlich etwas. Also doch da lang. Weil nicht irgendein. Ich dachte, ich könnte mich daran hängen. Ich hab was zum Scannen. Das sind alles Lügen. Das Imperium wollte nur das Land. Okay. Ein Räumungsbefehl haben wir gefunden. Okay. Ich wusste, dass es hier was gibt. Hey! Was war da drin? Neues Outfit-Material. Echter. Ah! Okay, nicht nur den Poncho können wir verändern. Weiß nicht, wo wir hinlaufen, aber wird schon irgendwo einen Sinn haben. Wahrscheinlich keine schlechte Idee. Doch nur du. Wieder eine Kiste. Gibt's viele Kisten? Oh, neue Lichtschwerthülse. Na. Ich das kann, du. Okay. Scheint der richtige Weg zu sein. Kannst du das hacken? Ja, dein armer Scomp-Anschluss. Aber du gegen die Bockratte? Mutig. Gehen wir, BD1. Na, geh die Kiste. Es gibt Kisten, die wir noch nicht öffnen können. Wahrscheinlich auch nicht Wege, die wir laufen können.
Wahrscheinlich kommen wir hier nochmal also später hin. Nice. Wir laufen weiter. Meditieren. Au, eine Fähigkeit. Sprintattacke. Das finde ich gut. Bin relativ stark am Blocken, also von daher habe ich nichts dagegen. Aber den Planeten erkunden wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.